gibt eine Zerrung. Hey Rufus, spar dir die Kraft für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel, spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. Das wird ein Spaziergang. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen. Schrott von gestern. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine elysianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu. Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. Alles gut und schön, aber was macht denn der Kaktus in seinem Ohr? Ich muss erst noch den Koffer verstauen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Achso, den Koffer. So, und wohin jetzt damit? Da ist kein Platz. Komm, den können wir doch... Genau. Ach, jetzt können wir doch in Tonis Haus. Ah, Staubfach, das sieht doch. Ich wollte den Koffer schon mitnehmen. Ja, tu ihn da rein. Die Batterie besetzt das Staubfach. Dann nimm die Batterie raus. Ausbauen würde, könnte sie dahin passen. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Du stehst. Bei jedem öffentlichen Verkehrsmittel so. Es wird gestanden da. Hey Wenzel, was gibt es? Schon ein Zeichen vom Organon? Nope, aber sie werden da sein. Der Organon ist immer pünktlich. Nicht umsonst stellen wir unsere Rathausuhr nach ihnen. Mach's gut, Wenzel. Du warst immer ein treuer Gefährt. Mein Freund, mein Helfer, mein Sidekick. Ich war dein Sidekick? Ich dachte immer, du wärst mein Sidekick. Was? Hat man gerne zur Seite ausgeholt, oder was? Sonst noch über den Organon? Genauso wenig wie du. Also eigentlich nichts. Genau. Sie sind so undurchsichtig wie unser Grundwasser. Gut, dass sie uns in Ruhe lassen. Wer weiß, wie lange noch. Du bist sicher traurig, dass du nicht mit kannst. Aber lass uns nicht demütig werden. Keine Sorge. Immerhin hast du mir deine Sachen versprochen. Ein kleines Trostpflaster für diesen enormen Verlust. Was kann ihm denn noch übrig bleiben von seinem Zeug? Glaubst du auch, dass es in Elysium unendlichen Reichtum gibt? Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich habe. Tja, aber ich werde viel mehr davon haben, mein armer Wenzel. Besser arm dran als arm ab, oder wie heißt es so schön? Dass in Elysium niemand arbeiten muss. Moment mal, du arbeitest doch auch jetzt nicht. Ich sag ja, ich gehöre dahin. Einige Leute wissen es. Selbst hier. Glaubst du auch, dass die elysianischen Frauen die schönsten überhaupt sind? Ich habe eigentlich nie verstanden, warum du nicht mehr mit Toni zusammen bist. Und darum wirst du auch für immer in diesem Kaff versauern. Ich habe Besseres verdient, als mir ständig Vorträge über Faulheit und Unzuverlässigkeit anzuhören. Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein. Oi. Der Plan ist perfekt, aber... mit der Batterie. Tja, ich habe dir ja gesagt, dass der Sitz zu viel Platz wegnimmt. Du nuschelst aber auch gewaltig. Wie du meinst, noch was? Was passiert, wenn ich alles verstaut habe? Dann warten wir auf den Organon-Kreuzer. Immer noch. Wenn er da ist, zündest du die Lunte an und nichts mehr ab in die Kanzel. Du hast die Harpune doch kalibriert, oder? Noch nicht, aber dafür ist ja wohl noch Zeit. Puh. Wenn du meinst? Also, packen, kalibrieren, Lunte.
Flammenwerfer-Rakete zünden. Und puff, katapultiere ich mich in die azurne Bläue der oberen Sphäre. Naja, zumindest besteht die Chance, dass der Magnet den Kreuzer trifft. Aber... nichts aber. Diesmal wird alles klappen. Ich werd's dir zeigen. Ich werd's allen zeigen. Es wird auf jeden Fall sehenswert. Noch irgendwelche Probleme? Ja, so oder so wird's sehenswert. Diesmal wird es klappen. Ich weiß es einfach. Klar, Rufus. Natürlich. Natürlich. Keine Probleme. Wieso? Natürlich nicht. Wie komme ich bloß darauf? Ja, wie kommst du bloß darauf, dass es irgendwelche Probleme geben könnte? Gucken wir uns mal die Harpune an. Achso. So, wie denn sieht's aus? Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Lieber nicht. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? So, wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Wo könnte sie hin? Da passt sie wohl nicht hin. Der Ast zählt. Ich habe sehr bestimmt seit Mond. Ja, mach zu. Lange. Was ist denn mit der? Achso, das war unsere Truhe. Stimmt ja. Ach, kommen wir da auf einmal hin. So ein Wunder. Ja, komm, klingel. Nochmal. Und nochmal. Wenn er zu Hause anscheinend. Nein. Wofür soll ich nicht wieder reingehen? Mist, wir haben ja auch gar keinen Schraubenschlüssel. Hi, wer bist du denn da oben? Hanek, hi. Hi, na, Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Ja, deinen werden wir es wahrscheinlich auch nicht merken können. Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Ja, es gab einen Einsturz im Sektor 7. Schon wieder eine Schrottlawine? Dieser ganze Müll geht mir so auf den Senkel. Gut, dass ich bald hier weg bin. Ach, bist du das? Oh ja. Naja. Zumindest nicht durch diesen Tunnel. Er bewacht ihn ja. So schön mit Kaffee. Gesehen? Toni? Groß, grantig, speit Feuer. Ein Drache. Ex-Freundin. Ach, Toni. Die ist doch bestimmt in ihrem Laden. Und muss arbeiten, wie jeder andere Mensch. Anwesende ausgeschlossen. Ach, du auch. Gut, dass du dich da mit reinpackst. Endlich hier wegkommen. Schon wieder einer deiner brillanten Pläne? Und diesmal... Ja. Ich nehme mal an, dass du hier rumläufst, hat auch nicht mit irgendwelchen Problemen zu tun. Nein. Ist doch gut. Naja, der Plan an sich ist perfekt, aber... die Ausführung. Ich muss nur noch die Kapselstart fertig machen, die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Aha. Und dann? Dann lenken die Raketen einen starken Elektromagneten direkt auf den vorbeifahrenden Organonkreuzer zu. Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Ich verstehe. Und dann? Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Na, ich kann mir nicht vorstellen, wie das schiefgehen könnte.
Ja, voll mit dem Kreuzer. Haben wir nicht schon beim dritten Teil gesehen. Ich habe den Sitz ausgebaut. Aber wohin jetzt mit der Batterie? Und wo soll ich sitzen? Tja, du stehst. Wolltest du eine Art Sitz mit Batteriefach? Ein Sitz mit Batteriefach? Das gibt es doch gar nicht. Ob? Ich hatte mal einen. Und er war auch ganz bequem. Bis ich den Schalter gefunden habe. Dann hast du einen warmen Po. Ich habe den Sitz ausgebaut. Ach, das hatten wir schon. Ja. Sicher. Ja. Ich schreib dir eine Karte aus Elysium. Mach das. Machen wir. Gut, wenn es hier nichts mehr sonst gibt, dann haben wir doch bestimmt. Hier geht's gut, Stopp. Jetzt ein Fach für die Batterie. Wir das kombinieren. Förmig und mit einem Fach, wo die Batterie exakt reinpassen wird. Vielleicht habe ich meinen Ersatzsitz gefunden. Sattelförmig. Ja, ja. Meinen Ersatzsitz gefunden. Du gehst nicht wieder rein. Komm, wir müssen das einbauen. Es geht. Lieber nicht. Ja, komm, tu sie rein. Passt. So, der Fluchtapparat ist flott. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren. Super, das machen wir jetzt. So, blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Na, das wird ein Kinderspiel. Natürlich. Wie machen wir das denn? Ha, jetzt haben wir es. Ich hab's. Nur noch die Lunte zünden und bam. So, das sollte es gewesen sein. Halte dich bereit, Wenzel. Guck mal, wer da steht. Hallo, Rufus. Hallo, Toni. Musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Rufus, es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni, aber der Zug ist abgefahren. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Auf nimmer Wiedersehen. Schön wär's. Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Das ist eins der Sachen, die ich nicht verstehe. Das ist der finale Abschied. Zum Jubeln ist es noch zu früh. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Mein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen. Ja, nur gut für sie. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten. Ich werde dich nicht mitnehmen. Kann ich das schriftlich haben? Ja, bitte, mit dem Brief. Dass ein Wunder geschieht. Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwindest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Und das ist auch gut, oder was? Ich gehe fort. Für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. Gut.
Ach, stopp. Da habe ich jetzt lange genug dran rumgeschweißt. Wo ist denn die Lunte? Ah, da ist die Lunte. Jetzt wird's spannend. Ja. Große Silvesterknallern. Und Horrido. Horrido, los geht's. Kann nur schief gehen. Ah ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Sehr geehrter Herr. Zum Punkt. Leider verzögert sich die Lieferung ihrer Schrauben um ein paar Hasebossen dazwischen. Beiliegend finden sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Nüten. Mit freundlichen Grüßen. Moment mal. Schrauben? Jetzt hängen wir da. Er hat geschafft, sein Wunder. Natürlich. Haben wir es jetzt echt geschafft? Komm, nehm ihn mit. Und die kleine fiese Zahnbürste. Na komm, bist du. Willst du nicht mehr mit? Okay. Dann war's das erstmal. Ich spiele das nächste Mal weiter. Hat sehr Spaß gemacht. Und wir sagen dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.